Wer von euch noch nie Wodka Red Bull getrunken hat, der darf jetzt den ersten Stein werfen. Wer wissen will, wie man Wodka und eine koffeinhaltige Flüssigkeit zu einem tollen Cocktail kombiniert, der bleibt jetzt einfach dran. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Ich bin Florian und heute habe ich für euch einen köstlichen Cocktail mit einer kurzen, aber coolen Entstehungsgeschichte. Und zwar den Wodka Espresso oder wie er heute heißt, den Espresso Martini. Erfunden hat den Espresso Martini Dick Bratzel, ein Barkeeper aus London, England, der seinerzeit damals schon weit voraus war, denn er hat schon in den 80er Jahren Cocktails gemischt, die auf frische Zutaten setzten, die auf eine ausbalancierte Komposition der Zutaten setzten. Und das in einer Zeit, wo viele Cocktails noch mit Sahne, mit vielen Säften gemacht wurden und wo eigentlich alles, wo Alkohol drin war, als Cocktail galt. Und so hat Bratzel für viele heutige Barkeeper damals schon die Grundlagen gelegt und auch als Mentor für viele fungiert, die heute in Top-Bars an der Theke stehen. Und so hat der Name Dick Bratzel in der internationalen Barszene auf jeden Fall auch heute noch einen Widerhall. Andere bekannte Drinks von Dick Bratzel sind der Bramble, ein Drink mit einem Brombeerlikör, oder der Treacle oder Tracle, das ist ein Rum Old Fashioned mit einem Apfelsaftfloat. Erfunden haben will Bratzel den Espresso Martini Ende der 80er in London. Er ist dabei nicht ganz konsistent mit der Aussage, in welcher Bar das denn nun war. Mal sagt er im Fred's Club, mal sagt er in der Soho Brasserie. Viel spannender als der Ort ist aber die Geschichte, wie es dazu gekommen sein soll. Denn Bratzel erzählt, zu dieser Zeit wäre ein junges Model in seine Bar gekommen, was später zum Supermodel wurde, und soll gesagt haben, Barkeeper, can you make me something that wakes me up and then fucks me up? Also auf Deutsch, Barkeeper, mach mir einen Drink, der mich erst aufweckt und dann umhaut. When a young model who's now famous came in and said, can you make me a drink that will wake me up and then fuck me up? Wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, dann gibt es unterschiedliche Angaben, welches Model das gewesen sein könnte. Man liest von Heidi Klum, man liest häufig auch von Kate Moss. Beide sind aber erst 73 bzw. 74 geboren, wären also Ende der 80er noch nicht mal volljährig gewesen. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass man keinen Alkohol trinken kann. Das macht es doch ein bisschen unwahrscheinlich, dass es eine von den beiden gewesen ist. Ein bisschen älter ist Naomi Campbell, vielleicht war es die. Letzten Endes, Dick Bratzel hat nie verraten, welches war, so wird es immer Spekulation bleiben. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Auf den Wunsch dieses Models hin hat Bratzel dann den ersten Espresso Martini oder wie er damals ihn noch nannte, Wodka Espresso zubereitet. Und damit wisst ihr auch schon, die Hauptspirituose dieses Cocktails ist Wodka. Ich selbst habe mich von Wodka-Drinks relativ lange ferngehalten, weil Wodka für mich lange einfach eine sehr langweilige, austauschbare Spirituose war, die einfach nur dazu da war, um ja, zu knallen, um Alkohol in Drinks zu geben und eben nicht um eigenen Geschmack abzugeben. Dass das stark verallgemeinert ist, musste ich dann irgendwann auch feststellen. Und so habe ich heute einen Wodka dabei, der diesen Kriterien ganz und gar nicht entspricht. Denn der auf jeden Fall einen Eigengeschmack hat, einen sehr schönen Eigengeschmack hat. Und vor allem einen Geschmack hat, der extrem gut zu unserem heutigen Cocktail passt. Ich habe heute den Freimut-Wodka mitgebracht. Das ist ein Wodka, der von Florian Rentschin, einem Namensvetter und sogar Nachbarn hier ganz um die Ecke in Wiesbaden, hergestellt wird. Ein Wodka, der ausschließlich aus deutschen Zutaten hergestellt wird, in Bioqualität, auf Roggen basiert und der mit dem Anspruch hergestellt wird, eben keine austauschbare, sondern eine sehr charakterstarke Spirituose zu sein, die eben durch einen eigenen Geschmack überzeugt. Und das gelingt dem Kollegen sehr wohl, denn der Freimut-Wodka hat eine sehr, sehr schöne, schokoladige, also bitterschokoladige Note mit leichten Anklängen von Kaffee. Und ist dabei sehr samtig und süß und das passt zu dem Drink, den wir heute machen, einfach ganz wunderbar. So, genug gequatscht, legen wir los. Wir brauchen unseren Shaker, wir brauchen unseren Jigger und wir beginnen mit Zuckersirup. Davon brauchen wir ein Zl. Als nächstes brauchen wir einen Kaffee-Likör. Ich habe hier den Tia Maria, das ist ein Produkt auf Rumbasis mit einer sehr, sehr schönen Kaffeenote. Von dem brauchen wir 2 Zl. So,
So, dann brauchen wir natürlich noch unseren Wodka. Davon nehmen wir 6 Zellen. So, und das ist ein Espresso Martini, also brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen Espresso. Ich habe hier meine Espressomaschine stehen und da hole ich mir jetzt 4 cl frischen Espresso. So, genau 4 cl, der ist jetzt noch heiß, das ist auch okay so. Also wir müssen den nicht runterkühlen lassen. Wir tun den direkt so in den Shaker, jetzt tun wir noch unser Eis dazu. Sind das schon ein paar kleine Stücke und ein großes Stück. Machen den Shaker zu und jetzt shaken wir so hart wir können und ja, ungefähr 15 bis 20 Sekunden. So, das sollte reichen. Was wir jetzt brauchen, ist noch eine gekühlte Kupette, dem Namen entsprechend ein Martini-Glas. Das hole ich mal eben, dann geht's weiter. So, hier ist unsere vorgekühlte Kupette. In die seihen wir das Ganze jetzt doppelt ab. Und ihr seht schon, wie schön schaumig das ist. So. Und Dick Bretzel sagte, die Garnitur sind 3 glückliche Kaffeebohnen und die soll der Drink dann jetzt auch kriegen. Und da habt ihr ihn. Den ziemlich vollen und sehr schönen Espresso Martini. Wunderschöner Farbverlauf, oben die Schaumkrone, nach unten hin wird er immer dunkler. Genauso soll er aussehen, hoffentlich schmeckt er auch, wie er schmecken soll. Ja, das tut er. Es ist ganz klar ein Coffee Forward Drink. Wie ein guter, kalter Kaffee. Man merkt aber den Kick vom Wodka. Man merkt diese trockene Schokolade, diese Bitterschokolade vom Freimut-Wodka. Der Kaffeelikör, der so eine ganz, ganz schöne Süße abgibt. Diesen Rumaromen, das spielt schön miteinander. Das ist ein Drink, der euch sicher wach macht. Mit 6 cl Wodka auch kein ganz schwacher ist. Er schmeckt einfach richtig, richtig gut. Und er sieht richtig schön aus. Ja, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kommentiert, wenn ihr was anders machen würdet oder ihr einen Wunsch für ein anderes Video habt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut gerne mal in unserer Facebook-Gruppe Cocktails und Barkultur vorbei. Da bleibt mir nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.